So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, was ganz, ganz, ganz Außergewöhnliches bei mir. Hole in One. Golf spielen für zu Hause. Ja, und das ist jetzt ein Scherzgeschenk von meinen Kollegen. Die kamen vorhin an und haben mir gesagt, du hast ja immer gerne was zu tun. Du machst ja immer sehr viele Filme am Tag. Also hier brauchst du keine Filme machen und du kannst dich auch mal verbessern. Du hast ja das Alter dafür. Hallo? Ich habe noch nie Golf gespielt. Nein, Minigolf ist auch schon ewig lange Zeit her. Jetzt haben sie mir, wie gesagt, das hier geschenkt, damit ich was zu tun habe. Aber ich mache lieber Videos. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch das gerne präsentieren, weil das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Zeige ich euch natürlich auch gleich, wie es aufgebaut aussieht. Aber Golf spielen für zu Hause. Naja, wer kennt sowas? Wer hat selber sowas? Ich hab's immer nur in Filmen gesehen, die man abends so schaut. Ihr wisst ja, die Brokerfilme und sowas. Wie sind die Bros? Golf spielen. Und jetzt habe ich so ein Teil. Ja? Und es soll ein älteres sein. Das hätten die wohl irgendwo Internet-Optionshaus gekauft. Ich kenne es. Wer diese Sorte kennt und weiß, wie alt die ist, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, weil da möchte ich jetzt wirklich wissen. Und ihr seht es selber. Zwei Bälle. Oh, die sind auch ziemlich schwer. Richtige Golfbälle. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Ah, die Bauanleitung. Wie man zusammenbaut mit den Schrauben. Und dann haben wir natürlich die Anleitung. Ja, was für eine Anleitung. Jetzt gucken wir doch dort mal hinein. In 9 Minuten täglich verbessere ich mich. Okay, wo drinne? In Golf, was ich sowieso nicht brauche. Was haben wir hier denn alles? Ja, praktisch. Ah, Golfbahn oder Golffelder. Verschiedene Plätze sind hier drauf. Platz 5, Platz 4 und sowas. Also, wie gesagt, ich brauche es nicht. Und das ist jetzt das eigentliche, oder ja, das eigentliche Inhalt. Man hat hier den Golfschläger. Aluminium, aber trotzdem schwer. Muss man sagen. Ich schraube ihn mal zusammen. Der Griff. Oh. Na. Er ist wirklich schön stabil. Dann haben wir natürlich, ist der schwer. Der ist verdammt schwer. Das muss man hier mal lassen. Wird auch drauf geschraubt. Den darf ich nicht fallen lassen, sonst ist meine Tischplatte kaputt. Richtig fest. Der ist aber wirklich schwer. Dann haben wir eben noch den Schraubenschlüssel. So ein alles richtig festziehen. Die zweimal Golfbälle. Und das Golfloch. Wie ihr seht, ist ziemlich hoch. Stellt man wahrscheinlich nur so hin. Und dann von einer bestimmten Weite oder Winkel wird dann der Ball eben hineingeschlagen. So, ich platziere es jetzt mal eben auf der Erde, um zu sehen, ob ich auch treffe. Deswegen muss ich die Kamera einmal umbauen und sage mal, bis gleich. So, und wie ihr seht, habe ich einfach nur eine kurze Bahn gemacht, die zwei Bälle hier platziert. Und jetzt wollen wir gucken. Also der Schläger, der passt zu meiner Größe. Ich bin 1,86 Meter. Passt wunderbar hin. Jetzt versuchen wir mal zu treffen. Jawohl, hole in one. Richtig getroffen. Ah, der nicht. Muss ich ihn aber eben mal zurückholen. Einmal mal von hier, damit ihr den Schlag besser sehen könnt. Einmal so hier. Und ich muss sagen, hops,
Er schießt drüber. Es funktioniert. Also, das war ja sowieso nur als Scherz gemeint. Hoffentlich. Ich werde es jetzt eine Zeit lang ausprobieren. Das Golf für zu Hause. Wer sowas kennt, schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Ich versuche irgendwas von dieses Golf für zu Hause unter ein Video zu verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall. Günstiger auch, weil dieses habe ich nicht gefunden, aber was anderes, wer Lust zu hat. Aber nichtsdestotrotz schreibt ihr mir eure Meinung, eure Kommentare und kennt ihr sowas. Und deswegen ist das Allerwichtigste ja sowieso, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.